Geld, 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 Geld. Man reiche mir das Geld. Ach du Kacke, fette Bombe. Nein, ich schleiche davon. Dein Ernst? Die ist so lustig. Ich habe gar keine Arschbombe gemacht. Alles klar. Da auch kein Problem. So, der Sprung. Wen nehme ich denn jetzt von den beiden? Ich nehme den. Irgendwie stört der mich mehr, wenn der hier rumeiert. Dieser Pocky kann jetzt nicht wirklich was. Nein, das will ich nicht. Scheiße, diese Vergiftung ist doof. Autsch. Das tut doch weh, ihr Säcke. So, Sprung auf dich, Monsieur Käfer. Boah, 6 Schaden kassierst du. Ach ja, klar, du hast ja dann gar keine Defense mehr. Stimmt, stimmt. Wenn du einmal auf dem Rücken liegst, hast du Pech. Genau wie Kupio, der kann nämlich auch nichts mehr. So, wie auch immer die Vergiftung jetzt weg sein kann, aber gefällt mir. Aha. Blütenpunkt. Okay, Blütenpunkte sind voll, Leben nicht ganz, aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, Leben kriegen wir einfacher wieder. Gut, dass du mich dran erinnerst, Monsieur Flamme. Wir brauchen Ice Power. Jetzt haben wir immer noch 6 Punkte übrig. Ist das geil. Nehmen wir Kraft Plus. Oder Kraft Plus Partner. Die anderen beiden Sachen sind so nützlich, dass ich die überhaupt nicht brauche. Kraft Plus Partner würde ich nicht nehmen. Marios Kraft erhöhen. Alles klar. So, jetzt machen wir auf diese kleine Kackflamme mit Springen 8 Schaden. Ist das nicht geil? Nicht? Also ich finde super. Du hast ein Lebensbild zu Sack. Okay, kurze Frage, wie regeln wir das jetzt? Ich hab's. Ja, ich hab's wirklich. So, Multisprung. So, das bedeutet, die beiden hinteren sind down. Der vordere, selbst wenn der stirbt, kommt er wieder. Also wird er keine Blütenpunkte wert sein. So, jetzt bist du down. Jetzt kommt der Lebenspilz. Du hattest nicht mal 10 Leben. Ich verkack das mit den Kontern bei den Dingern immer. Irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt später, als ich drücke. Und dann, wenn ich spät drücke, kommt es zu früh. Ich weiß auch nicht. Das ist mir alles ein minimales Mysterium. Was? Mysterium? Was wohl rauskommt? Ein Lebenspunkt. Geil, den will ich haben. Dim, dim, dim. Ach, schon wieder die Kackdinger. Kupio, regel das mal bitte. Alles klar. Das sieht doch mal gut aus. Weil... Nein, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte doch auf den hinteren springen. Kupio, Mann. Austauschen, Gumbrina. Und zwar flott. Sonst kriegen wir hier ein Problem. Nein, und ich verkack das Action-Kommando. Ich könnte heulen. Ach, das war natürlich alles geplant, damit ich meine KP wieder auffüllen kann. Ja, genau, das war's. Das war doch logisch, oder? Komm, das haben wir noch, gesehen. Ist ja nochmal gut gegangen. So eine Scheiße darf mir hinterher nicht mehr passieren. Ich muss aufhören, so rumzublödeln. Obwohl, ne, ich kann ruhig noch rumblödeln. Das ist noch vor Stage 50. Hey, komm, komm, komm noch, wenn du dich traust. Komm, komm. Wuhu, auf deinen Kopf. Ich hätte einen Arschbaum machen sollen, dann wäre der sofort tot gewesen. Das war wieder so eine dämliche Aktion von mir. Ach nee, ich habe ja den Kraftplus jetzt drin.
Ach, wie gut. Ich kenne diese scheiß Käfer One-Hit-Down. Alles klar. Fertig. Diese Kämpfe, die regen einen so auf. Ich hoffe, dass ich nach Stage 50 nicht hier raus muss. Weil ich will nicht wieder hier runter. Ich will das jetzt abschließen. Also der Run soll der Final Run werden. 5. 8. Hahaha. Du bist ziemlich tot, mein Freund. Jetzt muss ich kurz überlegen. Aha, das ist doch voll die Verschwendung. Jetzt kriege ich mit dem Hammer gar nichts. Ich muss Multisprung und dann muss ich noch Kupio holen. Das heilen die sich alle wieder voll. Da habe ich auch nicht wirklich Lust drauf. Also wirst du gegen Kupio getauscht. Und Powerpanzer, genau. Zup. Und tschüss. Warum mache ich das eigentlich immer? Och Mann, ey. Wie hier diese süße Bombe, wo ich wegslendern kann. Und die bremst auch noch. Oh mein Gott. Ey, die ist ja cool. Sechs. Ihr seid alle tschüss. Genau. Alle ciao, haut alle rein. Ciao mit V. Tschö mit Ö. Salavi mit I. Bye mit I. Was habe ich vergessen? Irgendwas fehlt da doch bestimmt noch. Wenn ihr noch so lustige Sachen wisst. Rein in die Kommis. Würde mich mal interessieren. Dann kann ich mein Repertoire erweitern. Das wäre sehr freundlich. Flammen! Gott. Hier. Friss Kupio. Nee, halt. Friss ihn besser nicht. Das könnte wehtun und ich brauche den Kollegen noch. Alles klar. Jetzt aber vorsichtig. Den hinteren, genau. Weil Kupio regelt den vorderen alleine. Gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob man gegnerische Items wie Feuerblumen oder Donnerzorn oder sowas kontern kann. Geht das? Weiß ich ebenfalls nicht. Bitte lass das mal jemanden wissen. Rein in die Kommis. Danke, ciao. Kling, 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 kling. So, wir müssen doch jetzt hier gleich schon mal auf der 50. sein, oder nicht? Wird doch langsam mal Zeit. Hier nach oder danach? Ja, Hauptsache 17 Schaden und du hast nur 8 Leben. Ich hätte dich zweimal umgebracht. Okay, Kupio macht immer noch 7 Schaden. Ich überlege gerade, was könnte man da jetzt machen? Ich will mal Sternenergie wieder hier verbrauchen. Schadet alle Gegner, die ich eingekreist habe. Ja, das ist doch mal gut. Ich meine, die Gegner sind zwar groß, aber die kriege ich auch so eingekreist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nochmal eine Runde. Scheiße. Oh, das war eine große Runde. Und jetzt seid ihr doch mal gleich alle down, oder? So, jetzt auf jeden Fall. Das hätte ich die ganze Zeit so machen sollen. Das ist viel einfacher. Dann zieht man denen zwar nur 2 ab, aber dafür geht das einfach viel schneller, als wenn man die ganze Zeit diese Riesenkreise zieht. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Ich mach jetzt hier weiter. Ist mir egal. Gleich gibt's Loot. Ist mir egal. Wo ist Stage 50? Ah, da ist ihr. Alles klar. Wunderbeutel. Erlaubt das Tragen von 20 Items. Und genau das meinte ich. Ah, hier ist ein Graffiti. An der Wand steht etwas. Ich wünsche mir eine Blitzhochzeit mit meiner angebeteten Bombolga. Und ich möchte 22 Kinder. Dann können wir jeden Tag Familienfußball spielen. Davon träumt Bomboff. Die Schrift scheint schwer zu entfernen zu sein. Hä, na und? Wofür haben wir denn Mademoiselle? Ich blast dir ein.
Wofür haben wir denn Kapitän? Ich jag dich in die Luft. Geht doch. Das war's jetzt? Ernsthaft? Mach's nochmal. Das sieht aus, als ob man da reingehen könnte, kann man aber nicht. Naja, ich gehe mal davon aus, dass es das jetzt einfach mal war. Mann. So, 50. Okay, alles klar. Ich will überlegen, ob ich hier jetzt erstmal einen kleinen Schnitt setze. Ich weiß meine Uhrzeit gar nicht, wann ich angefangen habe. Ne, wir haben noch 10 Minuten, bis der zweite Part der späteren Session vorbei ist. Also machen wir noch bis Ebene 60 und dann ist schon wieder so lange, dass ich wieder nur noch 10 Minuten brauche. Ja, ja, ich kenne die Leier. Ist mir egal. So, auf Ebene 60 mache ich erstmal einen Cut. Da brauche ich eine kurze Pause, weil auf Dauer geht mir das voll auf die Keule irgendwie. Dum 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 dum. Ein Ortenbandit. Weitere Frage. Jetzt schon mal vorweg, ich weiß nicht, ob es mir später vielleicht noch auffällt. Können die Ortenbanditen auch getragene Orden klauen? Nee, ne? Oder doch? Keine Ahnung. Also ich meine, nee. Einfach mal, ihr wisst ja, ab in die Kommis, ne? Und so. Da ist alles drin, was ich nicht weiß. Scheiße, da kann ich immer noch nicht drauf springen. Ich dachte, ich hätte Eispower. Ach ne, das zählt nur bei brennenden Gegnern. Ja, gibt's denn sowas wie Feuerpower nicht oder so? Ist doch sackig. Ist sackig überhaupt ein Adjektiv? Ich glaube nicht. Egal, habe ich jetzt erfunden. Haha, sackig. Okay, super. Alles klar, ich habe mein eigenes Adjektiv. Zip. Boah, die lassen auch immer so viel Kohle liegen. Geld, gib mir das Geld. Ich hab jetzt schon wieder 800 Goldmünzen. Coins. Wie auch immer wir sie nennen wollen. Das geht echt schnell. Eishauch. Als ob du den bräuchtest. Sind das die Mondkirks? Die haben noch irgendwie 6 Defensive gehabt, oder nicht? Nee. Nur 5. Nur. Gut, wenigstens ist er weg. Das ist schon mal eine anständige Sache. Wir haben wieder 6 Sternenpunkte Energie voll. Das ist auch eine ganz gute Sache. Also heute läuft's mit guten Sachen. New. Abtei. Nee, halt, das war kein Abtei. Das waren diese aus der, sag mal schnell, Bad Glimmerich, Glimmerleiner Stadt. Oder waren das die aus dem Äonentor? Nee, das waren doch die. Hä? Leute, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, ernsthaft mal. Viel zu lange nicht mehr gespielt, die Spiel. So, und ich hoffe, dass Bad Omt den roten Chomp da auseinanderpflücken kann, aber ich glaube nicht. Ja, so schon mal eh nicht. Aber egal, er macht ja wenigstens den Nebel weg. Das ist einfach so bitter. Alles klar, Blattsack incoming. Wieso habe ich dem denn jetzt das Leben abgezogen? Oder wie kam das jetzt? Habe ich einen Orden dafür drin? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich alles angelegt habe. Ja, aber Bartomp hätte den auch One-Hit zerpflückt. War klar, dass der Nebel wieder mir einen Strich durch die Rechnung macht. Kamen die Choms nicht erst im Äonentor? Ne, das waren die Schwarzen, ne? Oh Mann, oh Mann. Wo waren denn die Roten überhaupt? War in der Arena so einer? Naja, soll mich nicht stören. Ich weiß nämlich echt nicht, wo die herkommen. Boah, wackel mal nicht so mit der Kamera hier. Das ist echt verwirrend. So. Roter Chomp. Ja, wie die heißen, weiß ich. Okay, alles klar. Hä, wieso wackelt der denn so komisch, wenn er auf dem Gegner drauf ist? Da ist das Action-Kommando voll schwer. Er hätte ihn doch nicht One-Hit geholt. Ich habe doch A gedrückt.
meine, wieso schaffe ich es jetzt, die Dinger zu kontern? Ich weiß genau, dass ich das eine Zeit lang überhaupt nicht geschafft habe. Es ist alles ein bisschen mysteriös, meine Freunde. Mysteriös. Das kann ich euch flüstern. Ernsthaft. Mondkirks! Ah! Ey, was seid ihr denn für Sackratten? Ey, ihr habt ja die epischsten Items. So, jetzt mal kurz überlegen. Ich mache 7 Schaden. Die haben demnach also, wenn ich den 4 Schaden mache, Doppelsprung sind 14, minus 10 sind 2, 5. Defensive. So, mein kleiner Gedankengang mal für euch ausgesprochen. Wer zum Arsch kann denn so einen Schaden hervorrufen? 5, Kupio macht Damage, 7 sind 2. Alles klar. Alles klar, das wird nämlich so gar nichts. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich weiß nur noch nicht genau was. Klar, hä? Was war denn das jetzt für eine Überlegung? Sicher, ich weiß schon, was ich berechnet hatte hier. Kupio umgeht doch die Defense. Ach du Scheiße, jetzt muss ich das ganz oft drücken. Das muss mir auch meiner sagen. Das sehe ich doch nicht. So, eigentlich wäre es ja mit Kupio dann direkt schon fertig gewesen. Aber das musste ich mir natürlich erst einfallen lassen, nachdem ich gesehen habe, wie die Mondkirks mich mal übelst wegdefensen. Oh, geil, der Blutbeben ist da geblieben. Nee, eigentlich ist ja das Beben, ne? Das Erdbeben, klar, sicher. Wusstet ihr, dass Seufzen für eure Lunge gut ist? Ja. Ich kann euch nicht genau sagen, warum, weil ich kein scheiß Arzt bin, aber es soll auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Lunge mal wieder richtig aufgebläht wird und dann wieder zusammenfällt. Das soll irgendwas Entspannendes sein. K.A. Nope. Boah, ich schaff sogar die zu kontern, was mit mir nicht richtig heute. Mein Gott. Krass, entweder ist das einfach nur verkacktes Glück. Oder ich bin einfach nach 2,5 Monaten Abstinenz zum Überpro mutiert, wie auch immer das gehen soll. Ich bin fast schon auf Stage 60. Das muss ich heute durchziehen. Wisst ihr was? Wir haben 10 vor 3 morgens. Es ist zum Heulen. Es ist zum Heulen. Aber egal. Wenn ich mir was vornehme, ziehe ich das auch durch. Und das mache ich jetzt auch. Ist mir egal. Und das will ich heute fertig haben. Bearbeiten, schneiden, rendern und hochladen und bla bla. Mache ich alles morgen. Ich darf bloß nicht vergessen, dass ich bei diesem Teil hier noch ein Intro habe. Also bei Paper Mario. Und bei den anderen nicht, weil ich mache ja kein Intro mehr, habe ich irgendwann mal erwähnt, glaube ich. Meine aktiven Zuschauer hier wissen das von dem Projekt. Intro fällt weg und so. Ne? Wird es nicht mehr geben. Deswegen darf ich das nicht vergessen. Ich denke da bestimmt morgen dran. Irgendwann mal. Bin ich ganz sicher. Yes, noch getroffen. Genius. Dum 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 dum. Ja. Powerpanzer. Ultrapanzer. Warte mal, Ultrapanzer wird sie alle one-hitten. Bei Panzer-Dings, bla, brauche ich noch Marios Hilfe. Ja, ich mach das, weil das ist generell um einen BP günstiger. Und hüpf, hüpf, cool, hüpf. Aha, ihr seid alle down. Down. 21 Punkte. Jetzt brauchen wir nur noch 79 Stück. Das schaffen wir bestimmt. Und dann hole ich mir auf jeden Fall Blütenpunkte. Ich habe immer Schiss, dass ich zu viele einsetze und dann irgendwann Gegner kommen, die mich einfach fertig machen, weil ich keine mehr habe. Ist das nicht bitter? Auf jeden.
Dim, dim, dim. Oh, auf welcher Stage befinden wir uns denn? Oh nein. Ich hasse dich. Du kommst an so ekligen Stellen. Wenn ich die Belohnung in den ganzen Stages schon nicht schon hätte. Nee, halt andersrum. Noch. Halt mal. Wenn ich die Belohnungen aus den 10er Stages schon hätte. So war es richtig. Dann wäre ich jetzt voll glücklich gewesen. Aber das regt mich auf. Den habe ich eben verkauft, weil ich ihn nicht brauche. Oh Mann. Leute, ernsthaft? Das ist übelster Cheat. Ach ja, klar. Ich wollte hier erstmal eine Pause einlegen. Ja, genau. Alles klar. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, gucke noch ein bisschen auf die Glatze hier. Ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es hier spannend, Ausrufezeichen. Ja, okay, obwohl, ab dann geht's eigentlich wirklich spannend los. Erst hier 60, 70 wird erst richtig interessant. Ja, wenn es hier spannend weitergeht. Ja, das war's eigentlich von mir für den heutigen Tag. Bis morgen, macht's gut und tschüss.